Ja, Leute, wir sind hier mitten in der Action-Szene. Wir sind hier im Sanatorium mit unserem neuen Freund Wolfi und mit unserem alten Kumpel Mike. Wir wurden gerade von einem Wendigo angegriffen, haben das aber anscheinend schadenlos überlebt. Und das ist ein Kettenwendigo. Ähnlich wie bei Mario, der Kettenhund wahrscheinlich. Komm, stirb! Einfach draufgehen, du Wichser. Geh einfach nach 20 Kugeln, musst du einfach draufgehen. Das sind ja immer verschiedene. In den Zellen. Das waren ja die alten Bergarbeiter, die sie hier gefangen genommen haben. Komm! Die sich dann in Wendigo verwandelt haben. Komm rauf, raus, raus hier! Fucking shit! Fick dich, fick dich, fick dich! Was willst du? Das ist echt nicht gut. Aber komm, hau die Tür auf. Mach es mit dem Kopf oder so. Dein fucking Holzkopf geht da durch. Ist das brennbar? Ja, das ist brennbar. Stirbt. Oh! Ich hoffe, Mike ist nichts passiert. Unser Wolf ist irgendwie wieder weg auf einmal. Wahrscheinlich ist der jetzt verbrannt. So, wir haben zugemacht. Unser Wolf ist wieder vorausgegangen, denke ich mal, weil sonst gäbe es bestimmt eine Trauerszene um den Wolf, weil ich meine, das ist hier Mikes bester Buddy mittlerweile. In der kurzen Zeit. Ja, geh mal schön langsam die Treppen hoch. Ist ja keine Eile. Waren ja eben nur 30 Wendigos hinter dir her, die dich auffressen wollten, die deine Genitalien abreißen wollten, aber egal. Was soll passieren? Oh, jetzt sind wir hier irgendwie in einem Außenbereich, also in einem eingestürzten Bereich, wo es reinschneit, Dächer kaputt sind und was weiß ich alles los ist. So, ja, okay. Und wo geht's jetzt hier weiter? Bin ich jetzt hier noch richtig? Ah, hier sind wir. Sicher, dass das richtig ist? Nicht, dass ich jetzt hier immer weiter in eine falsche Richtung gehe. Aber ich denke, das ist nicht so ein Spiel. Ich denke, nein, das ist richtig. Wenn Wendigo hinter uns her ist, muss der Weg richtig sein. Ja, fuck. Aufschießen. Ich war wieder so ein fucking Schloss vor. Und Mike muss seine Schrotflinte irgendwie nicht nachladen. Er schießt nonstop wie so ein Maschinengewehr. Okay, runter da. Okay, der hey, Hund ist echt. Okay. Komm runter. Ist gut. Komm, ich will dich mit nach Hause nehmen. Okay, doch, die Kleine. Dann sehen wir uns später, ja? Ich hoffe es. Und jetzt geht natürlich die Haupttür nicht auf. Was hat uns das eigentlich gebracht? Okay, wir haben uns Muni geholt, aber wir haben doch den Schlüssel zur Seilbahn immer noch nicht, oder? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Holy fuck, stirb! Oh! Wie hätte ich denn das verhindern können? Hätte ich tatsächlich auf die Fächer schießen müssen? Und da ist ja unsere Jessica! Wie gesagt, in Unterwäsche, da ich den einen Part nochmal aufnehmen musste. Eigentlich wäre sie ja da in Shirt gewesen, aber ich musste den Part nochmal aufnehmen und dort habe ich sie tatsächlich dazu gekriegt, sich ganz auszuziehen. Und ja. Jetzt haben wir gleich hier eine Jacke parat. Ebenfalls diese Jacke eigentlich, die Mike da eingesammelt hat oder auch nicht. Keine Ahnung, jedenfalls ist er eine Jacke, wenn die da auch immer hingehangen hat. Und sogar noch Schuhe. Und ein Fucker. Lol. Okay, ich hab doch gesagt, dass Jessica überlebt hat. Ich wusste es doch einfach. Kommt schon, Leute, beeilt euch. Wir müssen zu Mike. Na los. Der Ass. Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich. Er ist verletzt.
Wir lassen dich nicht alleine. Das haben wir schon zu oft getan jetzt hier. Wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Oh, komm schon. Oh, Chris hat es aber ordentlich erwischt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wo sie ihn denn so erwischt hat. Weil wir haben doch eigentlich alle Wendigos ordentlich abgeschlachtet. Beziehungsweise sie in Schacht gehalten. Ich weiß gar nicht, dass der so verletzt ist. Ja, aber die Truppe muss zusammenbleiben. Jetzt sind wir hier noch zu viert. Mike ist schon wieder alleine. Josh, keine Ahnung, wo der ist. Jessica ist auch alleine. Und von Matt, ja, da haben wir ewig nichts mehr gehört. Aber der kann auch nicht tot sein. Da hätten sie irgendeine Szene gezeigt. Oh Gott, ist die geil. Hinter sich verschlossen, Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, hier unten, hier blinkt's doch schon. Seht ihr alle das Blinken nicht? Ich sehe das Blinken. Was ist hiermit? Noch tiefer. Kanalisation. Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Ja. Runter geht's. Ja. Runter, runter, runter. Gott. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem wir wenn es keinen Ausweg gibt. Und wer geht zuerst? Nach euch. Chris, weil er verletzt ist. Nee, erst Sam, dann Chris. Erst muss Sam die Lage checken, ob alles sicher ist. Denn Sam hat am wenigsten gelitten von allen bisher. Sanatorium? Weiß ja nicht, was noch kommt. Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Chris, du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Jetzt hätte sie schon. Fängt schon an wie Emily. Ja, Ash. Er schläft immer noch mit dem Fake-Blut hier, das ist ja doch das Lustigste von Josh aus der Szene. Das geht nie mehr raus. Mit keinstem Perwoll. Mit nichts mehr. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Ja. Yep. Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, mach ja, zu. Klar, mach zu, aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Hä, wartet doch kurz, was soll denn das? Und jetzt geht's sogar Chris, der Verletzte. Willst du mich verarschen? Lass mich mal allein, ey. Runter, runter, runter. Jetzt sagt mir nicht, dass ihr so weit weg seid, dass ich jetzt auf mich allein gestellt bin und mich gleich irgendein Wendigo frisst. Das könnt ihr mir jetzt nicht antun. Bitte nicht. Bitte not. Oh Gott, ist das ein dunkler Weg. Scheiße. Also wir haben gerade Jessica gesehen, ja, aber die war eher in den, nee, Gruppe suchen, den Bescheid geben und dann gucken wir alle nach. Wir gehen da nicht alleine rein, garantiert nicht. Obwohl ihr das so runterspringt, ja, wahrscheinlich kann man das sich nicht mehr dafür entscheiden. Nee, aber wenn das Jessica war, Jessica kommt auch alleine klar. Die braucht jetzt nicht die... Nee, das war wahrscheinlich ein Fake. Aber wir haben ja in dem Buch gelesen, dass Wendigos Menschen nachahmen können. Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Wir auch, aber ihr geht vor, ne? Alles klar. Super logisch. Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, 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 ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ja, sie ist doch Kletter-Sam. Kletter-Karate-Sam. Klettere weiter. Das hat sie ja schon am Anfang bewiesen. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Oh, wieder trennen. Geht zurück zur Lodge. Was bringt denn das? Sie wird jetzt hier runtergegangen, jetzt soll sie zurück zur Lodge gehen? Hä? Wenn sie auch gleich da bleiben können. Was für Unsinn. Hier ist, was hat es mit diesem Rad auf sich? Es wird andauernd gezeigt und wurde auch in einem Totem gezeigt. Was soll das? Da, ist da irgendwie das Ziel? Ist das da das Ende? Geht's da zur Lösung? Oder was genau ist da? Ach, da ist unser Josh. Joshy Boy.
Wer hat ihn denn da hingebracht? Ein Wendigo? Hat ihn da runtergeschmissen? Er sah aber noch lebendig aus. Komisch, ich dachte, die fressen einen sofort. Sam, Mean. Wir haben jetzt 5.35 Uhr. Okay, der Morgen rückt immer näher. Klettern, springen. Springen geht schneller. Ist aber auch riskanter. Aber ich denke mal, oh, Kreis mit Viereck verwechselt. Was ein Bullshitter. Ja, aber oh, dafür das. Alter. Ich glaube, ich falle jetzt noch mit Absicht 10-mal runter, weil dieser Arsch einfach so sexy ist. Oh Gott, war das heftig. Oh, das war nicht mal mit Absicht. Oder vielleicht doch? Oh, von hinten im Stehen. Alter, von hinten im Stehen, die Doggy-Style. Wäre das heftig. Alter, oh. Meine Fantasie geht mit mir durch. Das muss ich aber konzentrieren. Viereck, jetzt Dreieck. Wird aber immer schneller. Jetzt zum Schluss wird das aber ganz schön schnell, heftig hier. Alter Schwede, ich will nicht wissen, wie hart das noch wird. Am Anfang ging das ja noch, aber jetzt... Springen. Die Aussicht ist aber auch nice mit dem Ass. Aber wie soll ich mich ja auch konzentrieren auf die Quicktimes, ja? Wenn der Ass immer so heftig ist. Ja, komm hoch. Oh Gott, meine Hose platzt. Scheiße. Wieder eine neue Hose kaufen wegen Sam. Oh ja, du hast das drauf. Kannst du mir bitte einen Blow mit deiner Kopflampe? Das wäre sehr sexy. Was ist hier? Springen? Ja, links ist immer der richtige Weg. Links ist immer richtig. Obwohl es jetzt doch gar nicht so richtig aussieht. Scheiße. Sieht eher ziemlich dunkel aus. Aber nein, der linke Weg enttäuscht mich nicht. Links ist immer richtig. Immer positiv denken. Hallo? Jetzt schreit zwar was und ich habe keine Waffe, aber ich bin Karate-Sam. Karate-Sam nimmt es mit allem auf. Sackgasse? Nee, doch nicht. Durch diesen Hintern an, falls wir ihn gleich nicht mehr sehen werden. Weil da so eine Geisterseele durch die Gegend fliegt, zum Beispiel. Naja, noch ist nichts entschieden. Wir schaffen das schon. Ich sag ja, links ist immer der richtige Weg. Und da irre ich mich auch nicht. Da irre ich mich nie. Ja, das ist eine Schaufel, Sam. Schön. Aufmachen, ja. Genau, mach mal auf. Klack. Oh, und wieder in der ersten Szene gesetzt. Ist aber auch hier das Sexobjekt des Spiels, ne? Die geile Sau hier. Na gut, eigentlich sind es alle Frauen Sexobjekte hier in dem Spiel. Ja, wir kommen raus. Okay. Und sind wir jetzt in der Nähe des Sanatoriums, oder... Ist das jetzt noch ein weiter Weg dahin? Ich muss mich einfach kurz räuspern. Verzeihung. Mache ich ja sehr ungern in Let's Plays, mich einfach so räuspern. Aber mein Hals ist etwas trocken. Ich habe heute sehr viel aufgenommen. Ich müsste mal nach dem Part ein Schlückchen trinken. So. Ja, das ist das Sanatorium, 100 Pro. 100 Pro ist das Sanatorium. Aber wie komme ich denn da jetzt hin? Okay, hier gafft sie nur. Hier gafft sie einfach nur. Und hier dann rumgehen, oder? Was ist hier los? Hm? Ist jetzt hier runter, oder gehe ich jetzt zurück? Okay. Das sieht jetzt wiederum aus, als wären wir einmal im Kreis gegangen. Bin mir da aber nicht so sicher. Vielleicht ist das auch der Weg. Oh, sie guckt schon so scary. Sie guckt schon so scary as fuck. Huh. Okay. Ja, wir sind jetzt tatsächlich einmal im Kreis gegangen. Guti. Dann würde ich sagen, ich trinke erstmal ein ordentliches Schlückchen. Und dann suchen wir im nächsten Part den Weg in dieses Sanatorium.